Mit der Tageslosung möchte ich euch und Sie herzlich zum Gottesdienst der diesjährigen Herbstsynode begrüßen. Sie steht in Jesaja 44, Vers 3. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Wir streamen live hier aus der Lukaskirche in Karst-Holzbüttgen. Und an dieser Stelle schon einmal vielen Dank an die vielen fleißigen Helfer aus dem sogenannten Stream-Team hier, die viel ehrenamtliche Stunden opfern. Dank auch an unseren Küster, der immer viel mehr Auf- und Abbauarbeiten hat durch die viele Technik. Ich wünsche uns nun einen gesegneten Gottesdienst und gutes Gelingen für die Herbstsynode. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Lasst uns miteinander Worte aus dem 73. Psalm in einer modernen Übertragung lesen. Auch wenn wir einander jetzt nicht gegenseitig hören können, so wissen wir uns doch im gemeinsamen Beten und Sprechen miteinander verbunden. Wie die Sonne aufgeht hinter den Bergen, so soll deine Liebe aufgehen hinter allen Grenzen. Wie die Sonne aufsteigt aus dem Meer, so soll das Recht auf Leben für alle aufgehen. Die, die andere Menschen bedrücken und belasten, sollen keine Zukunft haben. Die, die am Ende sind und die, die arm sind, sollen wieder durchatmen können durch deine Kraft. Komm zu deinen Menschen, Gott. Wir brauchen dich, wie die Steppe auf Regen wartet. Schon ein einziger Tropfen wirkt Wunder. Dann wird Frieden sein, solange die Welt noch besteht. Dein Frieden soll sein wie ein neues Klima, das sich über alle Erdteile und Ozeane erstreckt. Für solche Zeit und für solche Herrscher wollen wir beten, dass die Erde zu einem Garten wird, dass die Städte wieder grün werden, dass dein Name erstrahlt in solchem Frieden bis an das Ende der Zeit. Gott, du bist wunderbar, und alle Länder werden deinen Frieden ausrufen. Er sei dem Vater
Uns miteinander beten. Lebendiger Gott, vor dir sind wir heute Abend, nicht wie sonst vor Ort zusammen, aber doch durch deinen Geist jetzt miteinander verbunden. Gott, die letzten Monate waren herausfordernd und kräftezehrend. Wir schwanken zwischen Zuversicht und Frust, zwischen Vertrauen und Sorge. Wir haben als Presbyterinnen und Presbyter, als Pfarrerinnen und Pfarrer, als Menschen in unseren Gemeinden viel versucht, um vertraute Formen unter anderen Bedingungen zu erhalten. Wir haben viel versucht, um Menschen trotz nötiger Distanz mit Nähe zu begleiten. Wir haben nach neuen Wegen gesucht, Gottesdienst zu feiern und anderen von dir und dem, was uns auch jetzt trägt, zu erzählen. Lebendiger Gott, manche Erfahrung dieser Wochen hat uns ernüchtert und wir wissen auch um Menschen, denen wir nicht gerecht geworden sind. Vergib du uns, wo wir etwas schuldig geblieben sind. Und manche Erfahrung hat uns auch beflügelt und gestärkt, neue Perspektiven eröffnet. Das hat gut getan. Gott, du Hüterin unseres Lebens, wir danken dir für all die Kraft, die du uns gibst. Für jeden Geistesblitz, den du uns schenkst, für Fantasie und Ermutigung, für tröstliche Nähe und geschwisterlichen Zusammenhalt. Deshalb bitten wir dich jetzt, Gott, sei du uns nah in diesem Gottesdienst. Stärke uns, lass uns deine Gegenwart erfahren. Amen. Die Lesung für den heutigen Synodengottesdienst steht im Johannesevangelium. Wir hören Worte aus dem 7. Kapitel. Die Verse 37 bis 39 in der Übersetzung aus der Neuen Genfer Übersetzung. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Halleluja, 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 gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Steppe wird lachen und jauchzen, die Felsen voll Wasser seit den Tagen der Schöpfung, doch sie halten es fest, die Felsen zerspringen. Das Wasser wird strömen, das Wasser wird funkeln und strahlen, durstige kommen und trinken. Die Steppe wird trinken, die Steppe wird blühen, die Steppe wird lachen und jauchzen. Die Flüchtlinge kommen nach Hause mit leuchtenden Garben, die gingen in Trauer bis ans Ende der Erde. Liebe Synodalgemeinde, die Steppe wird blühen. Und Christus spricht: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Ich predige heute über die Losung und ich lese sie uns noch einmal. So spricht der Herr: Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Und dazu der Lehrtext. Petrus sprach: Euch und euren Kindern galt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Das Thema ist Durst und Dürre und Wasser des Lebens. Vorweg einige Assoziationen zum Thema Dürre. Wieder haben wir ein besonders heißes und trockenes Jahr erlebt. Was früher weit weg war und nur die anderen betraf, es kommt uns näher. Wie oft habe ich in diesem Jahr den Wolken entgegengefleht, bitte hier abregnen. Meist vergeblich. Ich kam mir vor wie Mose, nur dass sich vor mir nicht das Meer teilte, sondern die Wolken, die ihre segensreiche Last im Süden und im Norden und im Osten abregneten, nur nicht da im Westen, wo
wo wir wohnen. Dürre in der Natur, das Weltthema Klimawandel tut sich auf, das derzeit unter Corona-Schlagzeilen fast verschwunden ist. Dürre ist aber natürlich viel mehr als ein Naturphänomen. Und das sagt uns heute die Losung und darum wird es auch heute gehen. Dürre ist ein Bild dafür, dass Menschen sich trocken, ausgetrocknet, verdorrt fühlen, dass in ihnen so etwas wie Wüste ist. Seelischer Durst nach etwas ganz Wichtigem. Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Strom auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Meine Assoziationen zum Thema Dürre: bei mir fehlt derzeit echte Begegnung. Corona wirkt auch bei denen, die sich nicht infizieren. Mir fehlt körperliche Präsenz. Gemeinsames Singen und Beten heute Abend und sonst auch in Gottesdiensten. Mir fehlt es, anderen unbefangen die Hand zu geben oder sie zu umarmen. Dürre, wie lange noch? Und wenn ich an die Dürre in unserer Kirche denke, und das ist heute natürlich das Hauptthema, dann fällt mir da zum Beispiel die Angst vor dem Abbau ein, Angst vor dem Abrutschen in die Bedeutungslosigkeit, Angst davor aber auch, etwas Neues zu wagen. Dies alles ist eingebettet in unsere so spezifische Lebenslage dieses Jahr, weshalb auch diese eine größere Rolle spielt. Alles hängt mit allem zusammen. Dürre, Durst als seelischer Zustand. Wie ist es bei Ihnen? Sie haben jetzt einen Moment der Stille, dem nachklingen zu können, nachklingen zu lassen, was ist für Sie derzeit Dürre? Und wenn Sie wollen, dann können Sie etwas davon zu den Fürbitten beitragen, indem Sie in der Chatfunktion unter Ihrem Bild etwas schreiben. Dürre gibt es nicht nur bei uns. Ich will nicht nur in meinem eigenen kleinen Leben danach suchen, sondern ich will mich einordnen in das, was andere woanders erleben, um so den selbstbezogenen, eingeengten Blick zu weiten. Dürre in der Umwelt bedrohlich bei uns und woanders doch noch ganz anders. Da, wo Bäume absterben und keiner wieder aufforstet, entstehen Wüstenflächen. Ein Bild aus Südafrika. Oder die Dürre jetzt in Corona-Zeiten. Wir sind nicht eingesperrt, außer wir sind in Quarantäne. Und einige von uns haben das erlebt und wissen, wie sich das anfühlt, 14 Tage nicht raus zu können. Und wenn dann noch kleine Kinder im Haus sind, ist es doppelt anstrengend. In anderen Ländern dauert es länger, und zwar für alle. Wenn ich an die Dürre in der Kirche denke, dann fallen mir auch die paradoxerweise im nächsten Jahr hohen Kirchensteuern ein. 36 Millionen Euro werden erwartet, und davon können wir uns doch noch so vieles leisten im Kirchenkreis. 70 Kolleginnen und Kollegen im Pfarrdienst, hunderte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Haupt- und Nebenamt. Und wie anders ist das kirchliche Leben bei unseren ökumenischen Partnern in Indonesien oder in Namibia oder auch in Rumänien, wo unter uns unvorstellbaren Bedingungen Kirche gebaut wird. Jetzt ist natürlich nicht alles nur deswegen gut, weil es woanders noch schlechter ist. Wir haben andere Probleme als andere. Und wenn wir Dürre und Durst fühlen, ist das auch real.
Etliche Gemeinden müssen unter Schmerzen liebgewonnene Arbeitsfelder abgeben, sich von Menschen trennen, Gebäude aufgeben. Das geht nicht ohne Konflikte und Verletzungen. Aber der Blick in andere Verhältnisse kann doch davor bewahren, sich zu tief in die eigenen Probleme hineinzuschrauben und kann dabei helfen, noch die Dankbarkeit zu empfinden für das, was da ist und was gelingt, und kann dabei helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren, den wir jetzt dringend brauchen. Ich will Wasser gießen auf das Durstige, spricht der Herr, und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Euch und euren Kindern galt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Es geht in diesen Tagen darum, Perspektiven zu entwickeln für die Kirche der Zukunft. Letzte Woche in der EKD-Synode, heute und morgen auch hier bei uns in der Kreissynode. In welche Richtung soll sich Kirche entwickeln? Und diese Frage lautet auch, in welche Richtung wollen wir Kirche entwickeln? Es wird kontrovers diskutiert, auch gestritten, aber das ist die Sache wert. Nicht alle haben Lust, jetzt über Aufbruch zu reden. Fühlen Dürre, fühlen Lähmung, fragen zu Recht, wann können wir denn überhaupt wieder aufbrechen? Wann können wir denn endlich wieder loslegen? Wann ist es vorbei mit dieser Zeit, diesem Zustand? Wann können wir das tun, was wir am besten können, nämlich mit Menschen zusammen etwas auf die Beine stellen? Mein Vorschlag heute: nutzen wir doch diese Zeit, in der wir nicht im Hamsterrad des kirchlichen Alltags rennen, um uns Gedanken zu machen über das, was wir dann tun wollen, wenn wir es wieder tun können. Der Hamster könnte, wenn er ein Mensch wäre, die Entscheidung treffen, mal durchzuatmen, bevor er wieder ins Rad klettert. Wie ist es bei uns? Haben wir die Räume, uns zu verschnaufen und nachzudenken über das, was wir langfristig tun wollen? Und wenn wir diese Räume nicht haben, können wir vielleicht etwas dazu beitragen, sie zu bekommen? Kreissynode als Raum des Denkens. Sicher fällt es leichter, wenn man aus Erfolgen heraus Zukunft plant. Erfolgsstorys lassen einen leichter auf sich selbst vertrauen und auf das, was bisher gut geklappt hat. Das wird ja wohl auch in Zukunft reichen. Es ist wichtig, Erfolge zu feiern und sich zu freuen über das, was gelingt. Allerdings kommt es oft zum Fehlschluss, dass man sich selbst allein für Erfolg oder auch Misserfolg verantwortlich fühlt. Geistlich gesehen kann es dagegen ein Gewinn sein, in einer Wüstenzeit zu leben. Eine Wüstenzeit stiftet dazu an, sich neu auf Gott zu besinnen und ihm neu zu vertrauen. Denn wenn wir uns selbst als machtlos und ratlos erleben, dann begreifen wir doch auch viel leichter, dass wir in allem, was wir in der Kirche tun, auf den Glauben an Jesus Christus angewiesen sind, auf das Vertrauen auf seinen Geist. Alles Gelingen steht in Gottes Hand. Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Frohe Kunde! Gott verheißt seinen Segen auch unseren Nachkommen. Wir müssen also nicht meinen, dass die ganze Last zum Erhalt der Kirche nur auf unseren schmalen Schultern ruhte. Es wird nach uns auch andere geben,
die im Geiste Gottes Kirche gestalten werden. Und darauf macht der Lehrtext aufmerksam, es wird auch neben uns andere geben, Menschen, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, die mit dazu beitragen können. Euch und euren Kindern galt diese Verheißung, sagt Petrus, und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Da steht noch was aus. Einzelpersonen kommen in den Sinn, ganze Milieus, die bisher in unserer Kirche keine Heimat gefunden haben. Millionen. Sie kommen in unseren Blick als gleichberechtigte Empfänger dieser Verheißung. Zusammenarbeit in der Kirche kann auch mit Menschen außerhalb des Binnenkreises gelingen. Den Blick zu weiten, das ist wichtig. Das lässt uns hoffen und macht auch gelassen. Und so werden wir dazu befreit, das zu wagen, was wir als nächstes tun werden. Mit Hoffnung und Gottvertrauen. Es wird in vielen Fällen ein Tasten sein. Wir müssen ausprobieren. Wir wissen vorher nicht genau, was Erfolg haben wird und was nicht. Misserfolg ist keine Schande, sondern ein Ansporn, etwas anderes zu versuchen. Es kann sein, dass wir auch in diesen Wüstenzeiten lernen müssen, kleine Erfolge zu feiern und wahrzunehmen, wo das Leben neu entsteht. Wer in der Wüste unterwegs ist, braucht nicht das ganze Wasser auf einmal. Es reicht, wenn er so viel bekommt, dass er bis zur nächsten Wasserstelle kommt. Die findet er aber nur, wenn er sich tatsächlich auf den Weg macht. Wie das gehen kann, ein Beispiel aus dem Dorf, in dem ich viele Jahre gelebt und gearbeitet habe. Das ist ein Bild vom Kranenbach. So sieht er heute nur noch teilweise aus. Man erkennt ein kleines Rinnsal in einem vom Bagger gebauten Bett. Und wer darin nach Lebewesen suchte, der musste eine Lupe mitbringen. Dann kam das Projekt, den Bachlauf zu renaturieren und Mäander anzulegen. Das dauerte. Das war mühsam. Nach Abschluss der Arbeiten sah es überhaupt nicht schön aus, eher wie eine unaufgeräumte Baustelle. Tiefe Furchen waren noch zu sehen, denn das Rinnsal war durch die Bauarbeiten nicht mächtiger geworden. Das neue Bett war noch nicht gefunden, aber es war angelegt. Es lag also dann an dem Bach, ob und wie er seine neuen Möglichkeiten nutzen würde. Und dann geschah eine ganze Zeit lang nichts. Bis eines Tages ein Biber des Weges kam und fand, dass der neue Kranenbach doch viele Chancen bietet. Und er machte sich tatsächlich ohne Auftrag der Politik und Erlaubnis der Verwaltung daran, nach Biberart jede Menge Bäume flach zu legen und einen Staudamm zu bauen. Aus dem Rinnsal Kranenbach ist mittlerweile eine große Wasserfläche geworden, die Raum bietet für viele Vögel und Amphibien und Insekten und Wasserbewohner. Es gibt manche Bilder für den Heiligen Geist. Der Biber gehörte bisher nicht dazu. Das Prinzip des Handelns, das ist mein Hoffnungsbild für heute Abend, für die Zukunft. Etwas wagen, Gutes ermöglichen. Und dann im Geist Gottes, im Gebet, gelassen, abwarten und Raum haben für das, was entstehen will. Wenn wir den Blick auf Christus richten, dann sehen wir in ihm schon immer gelingende Gemeinschaft, Liebe und Gelassenheit und Hoffnung und brennende Herzen. Inspirierender Geist. Von Christus aus sehen wir in die Weite und in die Breite und in die Zukunft. Wir dürfen darauf vertrauen, dass uns neben vielen Ideen, die sich als nicht so gut erweisen,
auch diejenigen Ideen kommen werden, mit denen wir weiter in die Zukunft gehen. Ideen, die uns begeistern und die auch auf andere begeisternd wirken. Vertrauen wir auf die Verheißung der Losung. Gott spricht: Ich will Wasser gießen auf das Dürre und Ströme auf das Durstige. Ich will meinen Geist auf deine Kinder geben und meinen Segen auf deine Nachkommen. Euch und euren Kindern galt diese Verheißung und allen, die der Herr herzurufen wird, in der Ferne. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns miteinander beten und Fürbitte halten. Gott, du Quelle des Lebens, wir bitten dich für unseren Kirchenkreis und mit seinen verschiedenen Gemeinden. Lass bunt und vielfältig weiter blühen, was unter uns schon blüht. Wo noch Dürre ist, wo wir nach Ideen suchen, da gieß dein Geist aus. Dass Neues entsteht, knospt und aufblüht.
Gib uns deinen Geist auch in unseren Synodalberatungen heute und morgen. Lass uns Wege finden, auf denen wir vertrauensvoll in die Zukunft gehen können. Schenk uns in unseren Beratungen ein gutes Miteinander und deinen Segen für all unser Tun. Herr, erbarme dich. O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. O Herr, über uns. O Herr, gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus. O Herr, über uns. Wir bitten dich auch für die, die in diesen Zeiten einsam sind, die durch die Kontaktbeschränkungen alleine sind und deshalb mit Sorge auf die nächsten Wochen blicken. Lass du niemanden in der Dürre der Einsamkeit allein. Lass deine Nähe dort aufblühen und gib uns Augen und Ohren füreinander, damit wir Wege füreinander finden und uns unterstützen. Wir rufen. O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. O Herr, über uns. O Herr, gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus. O Herr, über uns. Wir bitten um deinen Heiligen Geist für diejenigen, die innerlich vertrocknet sind, die nicht mehr wissen, wo sie die Kraft hernehmen sollen für den nächsten Schritt. Wir beten für die, die sich danach sehnen, dass sie endlich ein gutes Wort hören, was sie aufbaut. Herr, erbarme dich. O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. O Herr, über uns. O Herr, gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus. O Herr, über uns. Gott des Lebens, wir bitten dich für alle, deren Leben von Krankheit bestimmt ist. Stärke und stütze alle Kranken, ihre Angehörigen, die Pflegenden und die im medizinischen Bereich Arbeitenden, die in diesen Tagen über ihre Belastungsgrenzen hinaus beansprucht werden. Gib du ihnen allen Halt bei dir. Gib ihnen von deiner Kraft. Begleite alle Kranken auf ihrem Weg. Im Leben und im Sterben sei du nah. Und in einem Moment der Stille sagen wir Gott, was uns selbst ganz persönlich auf dem Herzen liegt. Und wir beten gemeinsam mit den Worten Jesu. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Euer Leben wird ein Zeichen der Hoffnung sein, der Hoffnung für diese Welt, weil Jesus vom Tod auferstanden ist und sie in den Händen hält. Seid fröhlich,
fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Euer Beten wird ein Ausdruck des Dienens sein, des Dienens in dieser Welt. Weil Gott, euer Vater im Himmel ist, bei dem jede Bitte zählt. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Euer Helfen wird ein Zeichen der Liebe sein, der Liebe zu dieser Welt. Um Boten in Worten und Tat zu sein, hat Jesus uns auserwählt. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Dann lasst uns in unsere Beratungen mit dem Segen Gottes gehen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. So beschwingt verabschieden wir uns nun von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sie über YouTube zugeschaut haben, und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und ein gutes Wochenende. Den Synodalen unter Ihnen sage ich, dass wir jetzt eine 10-minütige Pause machen und uns dann im Zoom-Meeting wiedersehen. Bis gleich also.